Oh yeah, meine Freunde, herzlich willkommen zurück zu Let's Play nur Super Mario Bros. Auf der Nintendo Wii U. Oh yeah. Und wir spielen Springwolken und Bumerang Brüder. Und ich glaube, das wird nicht so schön. Vor allem dank Bumerang Brüder. Komme ich da nur dank dir hoch? Ja, dann komm mal her. Wollen wir natürlich auch uns den Pilz holen, den es hier oben im Angebot gibt. Okay. Was hast du denn für uns? Eine Eisblume. Springwolken. So viel dazu. Shit. Bam! Ins Gesicht. Nein, was willst du denn jetzt hier? Der Gumpa auch boing, boing, boing. So, bleib du mal schön da. Dachte gerade, ich flieg genau in die Piranha-Pflanze rein. Das kann ja lustig werden. Ich wusste es. Ich wusste es einfach nur. Bumerang! Bumerang! So, was haben wir hier drin? Ein One-Up. Nein! Tschüss, One-Up. Na, haben wir sonst was drin? Ich hätte halt unter ihn gekonnt, hätte ihn so platt machen können. Das war... Ja, das war klar. Das sind so viele Blöcke. Nirgendwo ist ein Item für mich drin wahrscheinlich. Da geht's nicht rein. Nein. Was ist mit den Münzen los? Warum teilen die sich? Ich bin genau zwischen so einer Gruppe von Goombas gerade unterwegs. Oh, Mittelpunkt! Meins! Den nehme ich dankend an. Pöng. Feuerblume. Feuerblume sag ich schon. Frostblume. Wollen wir wirklich wissen, was da hinten ist? Ihr wahrscheinlich schon. Bam. Sternmünze. Bumerang. Na gut, sonst war da nichts wirklich was drin. Wir schauen mal. Hier kommen wir nicht rein. Wahrscheinlich in eine von denen da oben. Okay. Na, geht er hoch? Boah, komm ich so hoch? Ja. Okay, Gott sei Dank kamen die da gerade nicht raus. Nein, geht weg! Voll die Panik. Es muss ja noch mal einer von euch kommen, ne? Ne! Da oben ist noch einer von... Ja, so viel dazu. Wir hatten einen Mittelpunkt. Mittelpunkt hatten wir. Star Power! Ich werde jetzt, weil ich jetzt hektisch werde, wahrscheinlich durch den Stern gnadenlos in den Tod stürzen irgendwo. Aber hier war ein Pilz. Ich will einen Pilz haben. Okay, ich gehe nochmal ganz kurz zurück. Ne, jetzt müssen dem seine Bumerang-Gedönsdinger bis dahinter fliegen. Das war mir gerade zu gefährlich. Ich wusste nicht, ob die Pflanze da rauskommt. Kleine Sau. Der eine Coin war es. Der hat uns das Leben beschert. Sehr schön. Ja, jetzt darf ich natürlich nicht wieder den Fehler machen. So, wir warten, bis die Bumerangsen da weg sind. Okay, da war nichts für uns drin. Was haben wir denn hier? Nix. Okay. So, abwarten, dass wir da nicht unnütz reinspringen. Shit. Na, boing. Na komm, tauch ab.
Das war auch mehr Glück als Verstand, Freunde. Ich warte mal, bis die oben ist. Oh yeah! Nice! Würde der ein oder andere sagen. Aber ich pflege weiterhin den Wortlaut. Oh yeah! Okay, sehr schön. Dann, wenn ich das richtig erkenne, erwarten uns nur noch zwei Level in dem Zuckerwattenwolken, in der Zuckerwattenwolkenzone und ein Pilzhaus und dann wird's hochgehen zum Schloss. Und dann auch in Richtung Bowser. Was machst du da? Pusten? Wirklich? Babum! Oh je. Nein, 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 geh weg. Das will uns runterpusten, ne? Nein! Oh Mann, ey, dreimal daneben gesprungen. Pilz! P-Switch! Ne, oh, nicht erwischt. Da wären wir da unten durchgekommen. Zur Sternenmünze. Oh, was haben wir hier? Nix. Ja, da sein könnte da eine Feuerblume oder so drin ist. Auch wieder so. Wuff. Plopp. Nein! Ach Mann. Ja, das ist natürlich wieder genau mein Level. Oder bläst uns das weg? Ich weiß es jetzt gar nicht. Oder macht es nur viel Rauch und nix? Vielleicht ist es ja gar keine Wolke, sondern eine Raucherlunge. Nein, ich spring schon wieder daneben bei demselben Wolkenfritzen. Mann, haben wir noch im Inventar. Fliegenuss. Dann mal los. Ein Versuch ist es wert. Schlangenblock, irgendwas im Tal des Nebels. Ich konnte es bisher noch nicht lesen. So, das Vieh kommt da runter, das wissen wir bereits. So. Ah, eine Fliegenuss. So. Da ist nichts drin. Ja, ja. Stirb. Boah. Komm ich gerade nicht dran. Aber es macht nur Nebel. Das ist jetzt fies. Oh, dann bricht es auch noch zusammen. Sollten wir in diese Röhre gehen? Ich nehme es einfach mal an. Aber jetzt mal ernsthaft. Wenn man sich jetzt so den Hintergrund anguckt, ist schon schön, oder? Ich finde den toll. Gefällt mir. Ui, hochgeschossen. Mittelpunkt. Rutschbahn. Und weiterer Schlangenblock. Oh, nee. Nicht hier schon wieder. Er mag die Typen nicht. Vor allem die, die Feuer werfen. Da sind die Typen mit den Bumerangsen ja noch angenehmer. Ja, kriegen wir jetzt halt den komischen grünen Krieger nicht. Ich glaube, das können wir verkraften. Wo fährst du denn jetzt lang? Nein, nicht in den Nebel. Boah, da hat's einen Haken geschlagen. Der komische Schlangenblock. Blockschlange. Keine Ahnung, was für ein Ding. Okay, nur eine Nuss, die haben wir noch. Oh. Pop. Ihr Typen, ey. Die können echt nervig sein.
ihr denn irgendeinen Hassgegner in Mario? Also jetzt nicht unbedingt hier, nur Super Mario, aber in Mario überhaupt. Irgendeinen Hassgegner, wo ihr denkt, ich hasse dich. Ich fand diesen Sumo-Ringer da, der geht mir auf den Sack. Vor allem der eine Endboss, das war ja ganz schlimm, der große Sumo-Ringer. Okay, wir sind bei 10,5 Minuten. Das heißt, wir schauen jetzt noch ins Pilzhaus rein. Und dann werden wir definitiv nochmal am Boss vorbeikommen. Genau, 3 Stück. Da brauche ich gar nicht hingucken. Kann ich mir eh nicht merken. Die letzten 2 Vertauschaktionen, da habe ich den Überblick verloren. Auf gut Glück, oder was? Oder hier? Oder da? Könnte natürlich auch der sein. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Wenn ihr die Lösung mitbeobachtet habt, könnt ihr sie ja in die Kommentare schreiben. Ich weiß es nicht. Nimm das. War ja klar. Oh, beide ganz außen. Aber Doch, den Stern kriege ich trotzdem. Super, hätte ich lieber den Pilz genommen. Ich habe so viele Sterne und weiß nicht, wann ich sie nutzen soll. Ich habe gar nicht mehr so viele. Naja gut, dann mal hoch zum Boss. Und da sehen wir schon Bowsers Flugschiff. So, mit der Flugnuss zu Ludwigs Uhrwerksfestung. Zum Ludwig. Ja, nehme ich. So, ich werde euch alle gnadenlos vernichten. Beim nächsten Mal, aber definitiv. Euch alle. Also, ich komme hier runter. Ich würde aber trotzdem gerne in den... War irgendwie... Doch. Oh! Irgendwie war es klar. Ja, mach du mal da dein Ding. Nein! Oh Mann, nicht du schon wieder. Der darf ja jetzt am Ende gar nicht mehr fehlen wahrscheinlich. Der wird uns in jedem Level, wird der Typ da sein. Oh Gott! Nein! Ich bin auch hochgesprungen. Das geschulte Auge wird dies erkannt haben, aber hat nichts gebracht. Schade. So, haben wir jetzt irgendwas Nützliches? Nee, außer dem Mini-Pilz. Den will ich jetzt hier nicht verbrauchen, um jämmerlich zu sterben. Das könnt ihr knicken, Freunde. Oh. So, gib mal den giftmischte Pilz. Oh, hochkatapultiert irgendwie. Nein! Ach, Manno. Da ist nur eine Münze drin. Also, solange sie ihren... Moment! Muss mich konzentrieren. Nein. Nein. Oh. Lass mich doch da hoch, Mensch. Ich komme da nicht hoch. Muss mal eine Packung Tempo neben mich legen, wenn ich hier... wenn ich Mario spiele, damit ich weinen kann. Weil die letzten Burgen und Festungen und Schlösser und Geisterhäuser, die verlangen mir einiges ab. Oh Mann, ey. Ist halt schade bei dem Wii U-Pad, dadurch, dass es ja einen Bildschirm hat und alles, kann man den halt nicht einfach mal so in die Ecke feuern. Ne? Ist schon so ein bisschen ärgerlich. Weil manchmal da könnte ich ausrasten. Man könnte ich das Ding einfach mal in die Ecke werfen. Jetzt gib mir den Pfeil doch nicht jedes Mal darunter. Und diese, oh, du kommst mir zu nah, ich krieg Panik. Kack. Dinger da. Mann, ich will jetzt ein Item haben. Oh, jetzt muss er da wieder seine Stachel ausfahren. Warum denn? Es ist nicht mal was in der Nähe. Warum war da jetzt nichts drin?
Eieieiei. Die will ich haben. Oh mein Gott, der ist der Runterfaller. Hauptsache, wir quetschen ihn nochmal tot, wenn er zu doof ist. Ich bin doch so oft zu doof. So, du jetzt nicht, mein Freund. Stirb. Wer bist du denn? Ne. Kleiner Fettärschiger. So, nix wie weg. Mittelpunkt. Oh, hab ich mich erschrocken gerade. Ich dachte, jetzt falle ich hier nochmal gnadenlos in den Tod, ey. Jetzt fahren sie aber nochmal alle Monsters auf, ne? Oh, wir können die auch einfrosten? Oh Gott. Nein. Aber der ist ja mal richtig fies platziert. So. Nix. Wird jetzt alles weggefrostet und du stirbst einen gnadenlosen Tod. Wie soll ich denn da hochkommen? Ach, ich will's gar nicht wissen. Wir gehen mal weiter. Oh, ich hab's an Feuerball gelöscht. Oh, Arschi, ey. Na, und noch so ein Druckwellenmensch. Ahaha. Aber den kannst du schon. Nein! Nein! Lass mich wieder hoch! Kann ich den so putt machen? Bam! Jawohl! Hat er verdient. Oh, Bosstür. Was haben wir hier? Feuerblume. Nehme ich mit. Okay, Freunde, jetzt müsst ihr mir echt die Daumen drücken, dass ich hier irgendwie am Stück durchkomme und nicht noch ein paar Mal sterbe. Oi. Wenn ich jetzt sterbe, dann müssen wir das immer wieder machen vom Mittelpunkt aus. Immer und immer wieder. Hä? Schneid dir mal die Haare, Mann! Oh, ich dachte gerade, der springt jetzt schon. Was macht der denn? Super. Genau. Ist ja nicht übertrieben oder so. Toll. Ja, und das müsst ihr ja alle machen. Ne? Wenn ihr nicht eure komische Panzerwirbelgedöns machen könnt, dann seid ihr alle unglücklich. So, jetzt macht er wieder sein Dreierdings, Typi, Tussis. Du bist es auch noch, oder was? Nee. Ach, ihr bleibt jetzt alle am Leben. Toll, ey. Und jetzt habe ich ihn nicht mal getroffen und bin dadurch auch noch klein geworden. Nein, er fällt auf mich drauf. Jetzt müssen wir wieder von vorne. Also vom Mittelpunkt aus. Einmal probiere ich es jetzt noch. Und dann beende ich den Part. Ja, wenn ich schon wieder den kleinen Wisch da oben sehe, wie er seine Stachel ausfährt, würde ich ihm am liebsten ins Gesicht treten. Okay. Komm ich da ganz durch? Boah. Scheinbar. War hier eigentlich was drunter? Im Bonusraum? Und sonst nur Münzen. Nein, nein, bitte, bitte, geh weg. Ach, Manno. Ich hab ihn doch so höflich drum gebeten. Der durfte ja nicht fehlen. Na gut, Leute, ich würde sagen, haut da rein, bis zum nächsten Part. Tschüss.